So, hallo Leute. Nächster Teil unserer kleinen Lua-Geschichte. Und zwar, ich hatte versprochen, dass ich mal gucke, ob wir Texte, Zeichen zählen können. Darum können wir uns noch kümmern. Also, ich habe hier unter Lua Word Count habe ich irgendwie eine kleine Depesche gespeichert, die ich verschlüsselt habe. Und das ist eine Originaldepesche aus dem amerikanischen von 1973. Okay, anders verschlüsselt worden ursprünglich. Ich habe es jetzt irgendwie so gemacht, dass ihr das entschlüsseln könnt, wenn ihr Lust habt. Und wir wollen mal gucken, wie das, was dafür, wie welche Zeichen wie häufig da sind. So, wollen wir mal gucken. Wir sagen wir mal, ich nenne das einfach mal Count Lua. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir irgendwie das loslegen. Na, Kätzchen, du stehst jetzt gerade im Weg hier. So. Wie immer fange ich an mit dem typischen. Mit der typischen ersten Zeile. Ch mod plus x count, damit das irgendwie ausgeführt werden kann. Dann arbeite ich weiter. So. Das ist sozusagen die. So fange ich alle Lua-Programme bei mir an, mit dieser magischen ersten Zeile. Und jetzt wollen wir mal sehen. Das erste, was wir machen, ich lade den Text mal ein. Text ist gleich IO read Stern A, also alles einladen, was über Standard innen reinkommt. Dann ist das irgendwie im Text drin. Und dann sage ich einfach mal, danach sage ich irgendwie Text ist gleich. Text, gsub und hier nehmen wir zum Beispiel wir wollen ja nur die entsprechenden ASCII-Zeichen haben und da könnten wir jetzt sagen ich weiß nicht, ob das geht. Das müssen wir jetzt gleich mal gucken, dass wir irgendwie diese Leerzeichen da rauskriegen und all sowas. Das müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wenn wir das irgendwie machen wollen, dann holen wir uns die Library. Das heißt Lua Reference Manual und das ist von der 5.3, 5.2, glaube ich, habe ich gesagt. Naja, 5.2. Und hier können wir dann Contents. Und da können wir dann reingucken in die Strings. Und da sind die Strings. Und da sind die String Manipulation. So, und hier können wir dann irgendwie rausholen, dass wir dieses gsup. Also wir holen hier irgendwie sozusagen ein String, haben ein Pattern. Und welches Pattern das ist, das wir nehmen können, das können wir hier unten gucken. Da haben wir verschiedene Pattern. Also wir wollen hier alle Buchstaben. Alle Zahlen, alle printable characters except spaces. So, und das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen alle druckbaren Zeichen haben. Und genau genommen will ich versuchen, dass ich alle druckbaren Zeichen, alle nicht druckbaren Zeichen wegmache. Und wie kriege ich das hin? Ich kann irgendwo hier sagen, represents a complement set und das ist, heißt, ich kann das irgendwie umdrehen. Ich kann also sagen, ich möchte bitte alle, die nicht druckbar sind. Ich glaube, es geht auch mit Großbuchstaben oder so. Weiß ich jetzt nicht. Probieren wir es gleich mal aus. Ich glaube, wenn man es groß macht, dann ist das irgendwie genau umgekehrt. Genau, das probieren wir mal aus, ob wir das machen. So, das heißt, das ist hier G. Und wenn ich das richtig sehe, also wir könnten jetzt sagen, alle Zeichen, die nicht Prozent G sind, die will ich gegen gar nichts tauschen. Ja, und das gucken wir mal an und dann sagen wir mal Print Text und gucken mal, ob das funktioniert, das Programm. So, Count. Wir holen uns von unserer Depesche den Text und das hat er gemacht. Wunderbar. So,
das ist genau das, was wir wollen. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir das mit dem anderen auch noch hinkriegen. Also wie gesagt, wenn wir es groß schreiben, ist es, glaube ich, genau das Umgekehrte. Das geht, glaube ich, auch. Das heißt, statt das hier könnten wir auch das hier, ups, das hier machen. Gucken wir mal. Das ist genau dasselbe. So, und das heißt, wir haben jetzt nur noch die Buchstaben, die wir, die haben praktisch diesen Aufbau in Blocks und sowas. Das haben wir rausgefiltert. Wir haben jetzt nur noch die Buchstaben. Jetzt müssen wir sie nur noch zählen. Also gut, dann machen wir eine kleine Schleife, wo wir das zählen. Als erstes müssen wir natürlich alle Zeichen einzeln haben. Und dafür bauen wir eine kleine Schleife. Wir haben den Text. For Character in Pers nee. In Text G-Match, glaube ich. Und wir wollen jedes einzelne Character, das da ist, wollen wir haben. Du, und jetzt sage ich einfach mal Print, nein, IO Write. C, Space. Und mal gucken, ob das funktioniert. End. Da müssen wir jetzt irgendwie praktisch alle irgendwie ausdrucken. Mit einem Zeichen, mit einem Space dazwischen. Genau, das funktioniert. Das heißt, wir kriegen hier alle unsere Zeichen schön einzeln. Das hat also funktioniert. Also wie ihr seht, ich gehe irgendwie immer schön stückchenweise weiter und deswegen ist es auch wichtig, dass ich das irgendwie einfach mal so zeige, wie man das am besten macht. So, das heißt, ich kriege jetzt hier, habe ich eine Schleife, wo ich alle Zeichen bekomme und die will ich jetzt in eine Tabelle packen. Also ich mache jetzt irgendwie meine Kunde in Count, nenne ich eine leere Tabelle. Ah. So, und dann sage ich, Count von C ist gleich, also von dem Charakter ist gleich, entweder ist Count von C vorhanden dann nehmen wir Count von C plus 1. Oder, das ist nicht vorhanden, dann ist es 1. Das heißt, dann setzen wir es auf 1 und so können wir die durchzählen. So, danach machen wir Folgendes, dass wir einfach mal irgendwie ausgeben, welche wir haben. Das ist eine zweite Schleife. For Key Value in Pers von Count, do, end und hier drucken wir das einfach mal aus. IO write key ist gleich value und tab. So, das wollen wir mal gucken. Dass wir das mal irgendwie gucken, ob das jetzt funktioniert. Wir gucken das und hier sehen wir jetzt, wie viel Zeichen von was da ist. So, jetzt sind diese Zeichen schön gezählt worden. Ich erkläre das nochmal kurz, was ich da eigentlich gemacht habe. Das wollt ihr sicherlich verstehen, was ich da gemacht habe. Das ging ja sehr, sehr schnell. Aber ich soll ja das alles in 10 Minuten machen. Ich bin ja schon bei 8 Minuten und 8 Minuten, 9 Minuten. Das heißt, ich muss ja echt sehen, wie das schnell geht. So, das heißt, ich gehe Blätter durch die Tabelle durch, die ich hier habe. Mit jedem Element, also immer Buchstabe. Hier oben habe ich irgendwie praktisch die Buchstaben gezählt. Und zwar sieht das nachher so aus, dass ich irgendwie eine Tabelle habe. T von A ist gleich 1. Damit fängt das an. Das heißt, es wird dann irgendwie, und immer wenn das nächste Zeichen kommt, und das ist schon vorhanden. Das hier ist die Abfrage. Ist das Zeichen vorhanden in der Tabelle? Dann zähle zu dem Zeichen von dem, was da drin ist, einen drauf. Ansonsten setze es auf 1. So, das ist das Einzige. Und hier gebe ich praktisch alle Paare aus. Das wäre jetzt cool, wenn wir das noch irgendwie sortieren können. Das können wir machen. Weil wir jetzt machen wir eine neue Tabelle auf.
Sort nenne ich das Ding und die lasse ich mal auch so laufen und lasse das ganze Ding hier durchlaufen. Ich mache das mal hier einfach so, dass ich es hier hinsetze und während ich das hier durchlaufen lasse, sage ich Sort von die Länge von Sort plus 1, also ich addiere die immer drauf und da mache ich irgendwie eine Key und Value, das heißt irgendwie das Zeichen und die Anzahl, ne, Zeichen und Anzahl ist das, packe ich da rein und dann bekomme ich praktisch eine neue Tabelle. Diese Tabelle kann ich mit Table, Sort, also ich habe sie jetzt Sort genannt, kann ich sie sortieren. Und jetzt kann ich den ganzen Kram ausgeben und damit sind wir eigentlich auch schon fertig. Und Sort ist es jetzt. Sort, do, end. So, und wenn ihr wollt, dass ich das besser erkläre, dann müsst ihr mir Zeit geben dafür. Ja, sorry, Leute. Das ist nicht hart. Sort von 1. Genau wie eben ist gleich Sort von 2 und die Tabulator, damit ich irgendwie immer einen Abstand habe und damit habe ich das. Also Sort 1, Sort A2, hier habe ich praktisch eine kleine Tabelle gemacht, also praktisch ein Array, das irgendwie, das ist das Element 1, also das ist das Zeichen, das ist Element 2, das ist die Zahl und die gebe ich hier aus. So, wollen wir es mal gucken, müsste jetzt laufen und dann sind wir eigentlich schon durch. Ups, hey, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht. Ha, sowas passiert auch. In Zeile 12 habe ich einen Fehler gemacht, das ist cool. Attempt to compare two variable values. Ah. Ja, natürlich. Hier muss eine Sortierfunktion rein. Function, also ein Element, das zweite Element. Und das soll sortiert werden nach Return die Anzahl, das heißt A von 2. Größer b von 2, so, end. Das müsste es jetzt sein. Genau, das müsste jetzt sortiert werden. Oder? Habe ich noch einen Fehler drin? Warum habe ich einen 13 Fehler drin? Habe ich doch irgendwie einen Fehler gemacht. 13, key value in pairs. Ah. In Pairs, okay. In iPairs können wir auch sagen. Weil die sowieso durchnummeriert von 1 bis. Okay. So. Auch nicht. Vierzehn habe ich missgebaut. Okay. Gut. Also ihr seht irgendwie, ich mache irgendwie auch noch einen Fehler hier. Kleinigkeiten. Nicht vorbereitet. IO write. Sort von. Nee, nicht Sort. Ah, ich habe hier Key Value. Das heißt Value von 1 und Value von 2. Ah, okay. Das müsste es sein. Okay, guck mal. So, das haben wir jetzt sortiert und das heißt, es wird irgendwie sortiert ausgegeben. Häufigster Buchstabe ist I mit 472 Zeichen, P 241 und so weiter und so fort. Und das könnt ihr euch überlegen, was das eigentlich bedeutet und wie man das jetzt am besten macht. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, ich zähle jetzt irgendwie Paare und gucke, welche Paare am häufigsten auftauchen. Das ist ja auch wichtig, weil man Paare in
Buchstaben, also in Texten sind, also zum Beispiel das EN ist häufiger, ist häufig, das ER ist häufig. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, wo haben wir eigentlich hier Fälle von EN und ER und so weiter. Das kann man machen, da könnt ihr euch selbst mal Gedanken drüber machen. Das machen wir das nächste Mal, weil irgendwie ihr habt gesagt, ich soll nicht so lang, es sind jetzt 15 Minuten. Ich denke, ich habe euch geholfen. Das ist das Zählen von Characters. Ihr könnt das sehen bei Home, Py, Source, Lua, WordCount sind diese Sachen drin, sowohl dieses Count als auch die Depesche, und da könnt ihr dann reingucken. Da kommt noch mehr zu, aber ich habe erstmal gezeigt, wie das grundsätzlich funktioniert. Wenn ihr dazu Fragen habt, stellt die Fragen, erkläre ich das, genau wie das funktioniert. Aber ich kann das nicht in 10 Minuten machen. Bis dann. Tschüss.